Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Geistführer, geistige Führung, Kontakt zu der Intuition eigentlich, könnte man auch sagen. Weil viele Klienten und viele Leute, die über den Geistführer schreiben oder reden, tun ja so, als wäre das eine Person außerhalb von jemandem. Das heißt, als wäre der Geistführer etwas von dir Getrenntes, wie ein Freund, der dich besucht und der dich dann an der Hand nimmt, also ein Lehrer, ein Führer eben. Ich sehe das ein bisschen anders und ich möchte es auch darlegen, weil ich finde, dass das fürs Grundverständnis ganz, ganz wichtig ist. Denn dem Ganzen liegt ein Gedanke zugrunde. Wenn es etwas außerhalb von dir gibt, das weiser ist als du, das größer ist als du, das gescheiter ist als du, das heiliger ist als du, das bewusster ist als du, dann heißt das, dass du permanent in einer kleinen, in einer Kindrolle bleibst. Auch psychologisch. Das kann man sich ja vorstellen. Wenn du immer das Gefühl hast, okay, da gibt es jemanden, der weiß mehr als ich es weiß, dann bist du immer unter deinem Potenzial und wirst auch nie zu deiner vollen Größe dich aufschwingen können. Das ist ja auch so ein großes Problem, wenn man sich die Religionen anschaut. Wenn es da einen Christus gibt und der war das Heiligste auf der ganzen Welt, das war Gottes eingeborener Sohn. Und da kommst du ja nie zu, wie? Das geht ja überhaupt nicht. Das heißt, es gibt immer einen, der dich erlösen muss. Und mit diesem Gedanken, das erniedrigt dich automatisch und so bleibst du auch unter deinem Potenzial zurück. Also so nehme ich das zumindest wahr. Deshalb ist es für mich wichtig, dass wir gleich zu Beginn etablieren, ein Geistführer ist ein Kontakt, ist ein Bild deiner Intuition, das dir hilft einfach, dass du klarer zu Antworten kommst, dass du klarer Perspektiven fassen kannst, aber es ist etwas dir Innewohnendes. Auch wenn das Bild so sein mag, dass das jemand von außen ist, dass das jemand Ältere ist oder jemand, der ein anderes Geschlecht hat, ist, letzten Endes ist das ein Bild deiner Intuition und soll dich nach innen führen in deine Weisheit. Also bitte trenn dich generell von diesen Gedanken, es gibt Meister oder Führer und die stehen höher als du. Denn dann bleibst du permanent unter deinem Potenzial zurück. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das zu Beginn gleich mal klären. Also wenn wir heute die Reise Kontakt zum Geistführer machen, dann ist das eine Reise eigentlich in dich selber. Auch wenn ich mit Bildern arbeite, als würdest du jemanden begegnen im Außen, ist das letzten Endes ein Kontakt mit deinem Inneren, mit deiner inneren Orientierung, deiner inneren Weisheit und dann letzten Endes auch deiner Eigenverantwortung. Denn die Ausrede, die geistige Welt hat es mich machen lassen oder die geistige Welt hat mir gesagt, ich solle das so tun, die zählt halt nicht. Letzten Endes zählen immer deine Ergebnisse und du trägst letzten Endes auch die Konsequenzen. Deshalb gibt es da keine Ausreden. Und unter diesem Aspekt bitte betrachte heute diese Reise zum Geistführer. Und wir werden heute diese Reise sehr bildlich machen. Da gibt es mehrere Techniken und eine Möglichkeit ist eben, diesem Geistführer zu begegnen. Ist übrigens auch dasselbe mit dem Krafttier oder egal welches Bild du dem dann auch gibst. Also das geht alles in dieselbe Richtung rein. Aber letzten Endes werden wir heute einfach mal schauen. Man setzt sich gemütlich zu einem Park hin, auf eine Parkbank und wartet dann auf den Geistführer quasi. Und das wollen wir heute machen. Das ist so eine alte Technik aus England eigentlich. Und ja, die schauen wir uns heute mal an, diese Meditation und den Kontakt mit dem Geistführer. Bitte entspann dich bei dieser ganzen Reise. Letzten Endes soll es eine Freude machen. Wenn du jetzt nicht gleich ein klares Bild bekommst, dann ist das überhaupt kein Problem. Wichtig ist nur, dass du dieses Bewusstsein hast. Ich trete jetzt in Kontakt mit meinem Geistführer und eben mit dieser inneren Führung. Und du wirst schon merken, Das wird was verändern und du kannst diese Meditation natürlich auch immer wiederholen, wenn du das Gefühl hast, okay, du würdest da gerne, vertiefen, dann wiederhol es einfach und du wirst merken, da kommen dann andere Erlebnisse rein, da kriegst du einen eigenen Ereignishorizont dazu und ja, dann wollen wir jetzt mal loslegen mit dem Kontakt zum Geistführer.
Beginnen wir einfach mal mit einem tiefen Einatmen. Und tief wieder ausatmen. Und nochmal tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und du kannst jetzt mal deine Augen schließen. Und atme ganz ruhig ein und wieder aus, genau in deinem Tempo, wie es für dich angenehm ist. Lass deinen Alltag hinter dir zurück. Alle Termine, alles, was du erledigen musst, liegt jetzt hinter dir und du kannst dich voll und ganz auf diese Reise einlassen und dich entspannen. Du hast dir diesen jetzigen Zeitpunkt, diesen heutigen Tag in deinem Kalender eingetragen, um deinen Geistführer zu treffen. Und deshalb hast du dir auch alles so eingeteilt, dass sich dieses Treffen völlig entspannt und völlig klar ausgeht. Atme tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt immer mehr und mehr, immer tiefer und tiefer in die Entspannung zu gehen. Stell dir vor, es ist ein herrlicher Frühlingstag. Nicht zu warm und nicht zu kalt, es ist einfach ein fantastischer Tag. Und du hast beschlossen, auf einen Spaziergang zu gehen. Und du spazierst durch einen herrlichen Park. Die Sonne lacht vom Himmel. Das frische Grün des Grases und auch die ersten frischen Blätter und Triebe der Bäume. Alles beginnt zu wachsen, sich zu strecken. Die ganze Natur erwacht von neuem. Die Vögel zwitschern und ein angenehmer Wind weht den Duft der ersten Frühlingsblumen zu dir. Du fühlst dich völlig entspannt und schlenderst durch den Park. Genieße die Entspannung, genieße die Ruhe um dich herum. Und erlaube dir, ganz in deinem Tempo durch diesen herrlichen Park zu schlendern. Und da merkst du, dass das ein ganz besonderer Park ist, dass die Farben irgendwie heller und strahlender wirken, dass die Geräusche deines Umfelds plötzlich weit entfernt sind. Und du spürst, dass du an einen Punkt kommst, der wohl das Zentrum dieses Parks ist,
das auf der einen Seite wundervoll belebt und lebendig ist und auf der anderen Seite ganz neutral und ruhig und geborgen. Und genau an diesem Scheitelpunkt der Energien, zwischen der Belebtheit und der absoluten Geborgenheit und Ruhe, steht eine Parkbank. Und du lässt dich auf dieser Bank nieder und genießt die Ruhe. Du spürst ganz tief in dir, dass dies ein Ort der Begegnung ist. Dass dies ein Ort der Begegnung mit deiner Intuition, deiner Weisheit ist. Dass dies ein Ort der Begegnung mit deinem Geistführer ist. Dein Geistführer ist eine Begleitung. Ist eine Orientierung, die nie von deiner Seite weicht, die du bei all deinen Alltagsbelangen befragen kannst und wo du Orientierung und Aufschluss bekommst. Und du spürst, dass du dich mehr und mehr zentrierst und immer klarer und bewusster wirst. Du spürst, wie sich dein Kronenchakra öffnet und goldenes Licht von deinem Scheitel in dich einfließt, über die Wirbelsäule, die Schultern, den Brustbereich, Bauchbereich, Beckenbereich bis hinein in deine Füße. Und du spürst, dass du genau an diesem Scheitelpunkt zwischen Lebendigkeit und Ruhe bist und dass du genau in dieser Zwischenwelt auf dieser Bank sitzt. Und jetzt spürst du, und vielleicht siehst du es auch, dass sich jemand dieser Bank nähert. Und du spürst in dir eine Freude, wie wenn du jemanden siehst, den du vielleicht schon lange nicht mehr getroffen hast, den du aber sehr gerne hast. Jemand Vertrauten. Und du weißt, dass diese Energie, dieser Geistführer jetzt auf deine Bank zugeht. Und vielleicht winkst du oder lächelst. Und du spürst, dass dein Geistführer zurücklächelt. Vielleicht spürst du es in deinem Herzen, dass du berührt bist. Vielleicht spürst du eine Freude, eine Vertrautheit. Das ist alles völlig okay. Lass einfach jetzt dein Herz sprechen und deine Gefühle zu. Und spür jetzt, wie sich dein Geistführer neben dich auf die Bank setzt. Beobachte einfach mal, ist das ein Mann, ist es eine Frau, ist es für dich nicht definierbar? Welche Farbe kannst du wahrnehmen? Wie fühlt sich dein Geistführer an? Bist du deinem Geistführer schon mal begegnet?
Vielleicht in einem Traum, vielleicht in einer Situation. Einer Krise, wo du Hilfe gebraucht hast. Nimm jetzt einfach mal die Gegenwart deines Geistführers nah, wahr. Spür die Nähe deines Geistführers. Und bedank dich mal bei ihm, dass er gekommen ist. Sitz einfach mal ganz ruhig neben ihm und betrachte ihn. Du kannst auch gern mal sagen, schön, dass du da bist. Und dann kannst du auch fragen, ob es vielleicht eine Botschaft für dich gibt, eine Nachricht. Ob er dir etwas zu sagen hat. Empfange einfach die Mitteilungen deines Geistführers. Spüre seine Energie. Du kannst deinen Geistführer auch ersuchen, dass er dir etwas gibt. Vielleicht brauchst du Ruhe. Vielleicht die Kraft, gut einschlafen zu können. Vielleicht Stabilität. Vielleicht Orientierung bei irgendeiner Frage, die dich gerade beschäftigt. Aber spür einfach mal, auch wenn du ihm die Frage stellst, bist du immer da? Spür einfach mal die Antwort. Spür mal das Ja deines Geistführers auf jeder Ebene deines Daseins, in jeder Faser deines Daseins. Spür die Klarheit und die Orientierung deines Geistführers. Spür, dass du nicht alleine bist, dass du unendlich geliebt wirst und dass immer jemand da ist, der dir hilft und der dich unterstützt. Spüre diese innere Stabilität, diese innere Würde. Und erlaube deinem Geistführer, dir jetzt genau die Informationen oder die Impulse einfließen zu lassen, die du jetzt benötigst. Du spürst jetzt, wie das Licht von deinem Geistführer in dich einfließt, wie du klarer wirst vielleicht friedlicher, zuversichtlicher.
Wie ein tiefer Punkt, der Orientierungslosigkeit von dir abfällt, wie dir buchstäblich auf der energetischen Ebene ein Knopf aufgeht, wo sich etwas löst. Zwischen absoluter Lebendigkeit und Geborgenheit. Ist dein Geistführer. Und du spürst die Kraft deines Geistführers und auch der geistigen Welt, all deiner Begleiter um dich herum. Und in diesem Augenblick lösen sich sämtliche Zweifel, sämtliche Vorbehalte, die du vielleicht gehabt hast um den Kontakt mit dem Licht, mit der geistigen Welt wirklich zu spüren. Und du spürst, wie du in dir klar bist, in dir stabiler wirst. Und du spürst, dass du untrennbar mit deinem Geistführer verbunden bist. Erlaube dir jetzt, diese Geborgenheit und diesen Frieden ganz in dir aufzunehmen, diese innere Orientierung klar zu spüren. Und du fühlst, wie sich dein Energiefeld ausdehnt, wie du dich erweiterst, dass sämtliche Einschränkungen von dir abfallen und dass du immer weiter und weiter, immer klarer und immer klarer wirst. In der Führung und im Licht von deinem Geistführer. Wenn du möchtest, kannst du deinen Geistführer natürlich auch nach seinem Namen fragen. Oder wenn du das nicht willst, dann bitte einfach um ein Symbol, das er dir zeigt vor deinem geistigen Auge. Das dich an ihn erinnert, das dich mit ihm verbindet. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und bedanke dich bei deinem geistigen Führer. Bedanke dich bei der geistigen Welt für die Hilfe und Unterstützung. Und atme das Bewusstsein, dass du nicht alleine bist. Und auch dieses Gefühl der energetischen Klarheit und Stabilität dreimal tief ein und mach dir bewusst,
dass du jederzeit in diesen Park, in deine energetische Mitte eintauchen kannst. Dass dein geistiger Führer immer auf dich wartet. Dass du ihn nur fragen brauchst, egal um was es geht. Dass die göttliche Inspiration immer an deiner Seite ist. Dass du niemals ohne innere Führung bist. Du wirst dich nicht mehr verirren, du wirst nicht in die Irre gehen, du bist geführt, geliebt, geborgen und getragen. Du bist in deiner vollen Kraft und vollen Verantwortung, in deiner erwachsenen Energie. Und in dieser Kraft und Energie entfaltest du dich. Und erlaubst dir jetzt, dass sich neue Türen in deinem Leben öffnen, neue Inspirationen, neue Eindrücke. Und dein Geistführer wird immer an deiner Seite sein. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir jetzt, Schritt für Schritt in dein Alltagsbewusstsein zurückzukehren. Bedank dich bei deinem Geistführer. Denk an die Symbole oder an den Namen, den du empfangen hast. Und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Du verlässt diesen Park und sinkst wieder in dein Alltagsbewusstsein zurück. Spürst die Beine am Boden, streckst dich durch und bewegst deine Arme und Beine. Und bedank dich nochmal bei der geistigen Welt und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Fühl dich vollkommen klar und entspannt. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst diese Meditation natürlich wiederholen, ich habe schon gesagt. Und das ist so eine Verbindung zu deiner inneren Intuition, zu deiner inneren Klarheit. Und du kannst jederzeit, wenn du nicht sicher bist, deinen Geistführer immer um Hilfe fragen. Aber das ist ein Fragen, ein Ruf nach innen eigentlich, in deine innere Kraft und nicht nach außen. Und das hoffe ich, dass du dir heute mitnehmen kannst von diesem Video. Gut. Wenn es dir gefallen hat, lass bitte einen Daumen hoch da. Teil das Video, abonniere meinen Kanal, würde mir sehr helfen und mich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dein Oliver Ereny, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Tschüss, bis nächstes Mal.